Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir uns einen Eindruck holen von dem Dress Multi Shoulder Backpack 2.0. Und zwar hatte ich vorher den Messenger Bag 2.0, auch von der Firma Dress. Den haben wir hier. Diesen würden wir gleich einmal auspacken. Und ja, was sich da erstmal unterscheidet, ist die Aufhängung, also wie man den Rucksack trägt. Hier haben wir eine Schlaufe und ja, so wie ein Slingback werden wir den tragen und der sitzt dann quasi einmal schräg hinten auf eurem Rücken. Hier, dieser Rucksack hebt sich davon ab, dass wir ihn als Rucksack tragen können. Also der ist eigentlich ja multifunktional, weil wir können den als Slingback benutzen. Einen Moment. Wir können diesen Rucksack hier als Slingback benutzen, also wie den Messenger Bag 2.0. Oder aber, wir haben hier einen Reißverschluss und den machen wir einmal auf und dann haben wir einen Rucksack. Jetzt würde ich sagen, dass dieser hier sogar ein Tick größer ist. Also, ich würde einmal vorstellen, den packen wir einmal aus. Inklusive dem ganzen Tackle hier und dann befüllen wir mal den ganzen Kram mit diesem neuen Rucksack. Und zwar, der kommt mal zur Seite. Fangen wir mal an mit der Sonnenbrille. Die war mal hier drin. Also hier habe ich schon mal ein Video zu gemacht zu diesem Rucksack hier, falls ihr da nochmal richtigen Eindruck von sehen möchtet. Dann haben wir hier vorne ein Molle-System, das ist bei dem anderen Multi-Shoulder-Backpack genauso. Ja, ist das ein bisschen tricky. Den Pistole mache ich mal kurz ab hier. So, das hat sich gar nicht so einfach gestaltet, hier diese Haken-Lösezange mal abzubekommen vom Molle-System. Aber wenn das einfach wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch die Zange verlieren. Deshalb ganz gut, dass das hier so an dem Molle-System ganz gut hält. Das ist übrigens so von der Armee so ein System. Da könnt ihr unendliche viele Erweiterungen machen. Ob ihr jetzt einen weiteren Rucksack oder eine kleine Tasche hier beifügen möchtet, ob ihr so eine Zange oder ja, gibt es ganz viele Vorrichtungen extra für Molle-Systeme. Könnt ihr mal gucken. So könnt ihr wirklich euren eigenen Rucksack multifunktionell nach euren Wünschen aufstellen. Also, machen wir weiter. Wir haben hier einmal die Fish Candy Scale, die natürlich nicht fehlen darf. Und dann, ich glaube so, das ist mein wichtigstes Gadget beim Angeln. Und zwar kennt ihr bestimmt, aber da habe ich alles mit bei, was ich brauche. Gewichte, Snaps, Köder und ja. Dann haben wir hier noch ein paar Überbleibsel von Bullzock Baby. Und vom MPS ist auch noch einer in der Verpackung. Übrigens, wir haben jetzt einen Merch-Drop am 13.10. Wahrscheinlich kommt das Video jetzt einmal später raus. Und zwar hat Fish Candy jetzt neue Merch-Artikel rausgebracht. Ich habe hier jetzt mal ein T-Shirt. Kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Video von Instagram oder so. Also sieht schon sehr, sehr gelungen aus. Und wie euch vielleicht auffällt, hier haben wir den MPS und hier haben wir den Bullzock. Und vorne ist nochmal das Fish Candy-Logo drauf. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet und mein Highlight ist übrigens der Hoodie. Der ist richtig cool, ist super weich von innen, hält warm. Also das ist die Winter- und Herbstkollektion und ja, dementsprechend hält er auch ein bisschen wärmer. So, dann haben wir hier von Jekyll nochmal einen Köder. Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber bin ich noch heiß drauf. Jetzt haben wir hier noch von Jackson den Sing Spider. Also wie ihr merkt, ich mache mich immer bevor dem Ausflug spezialisiert auf die Zielfischart, irgendwie hier in diesem Fall Barsch, fertig. Wir finden jetzt hier kein Hecht oder so Material in diesem Rucksack. Hier ist nochmal ein Flugcarbon ein bisschen und hier alles voller Haken hier im Wallet, schön sortiert. Toshinamiki Offset Haken, das sind eigentlich so mit meine Lieblingshaken. Und das alles findet hier Platz. Noch von Neuke ein paar Trailer für einen kleinen Chatterbait habe ich hier. Und ich glaube, das war's hier mit dem Inneren. Ja, dann haben wir hier hinten noch einmal
wenn ihr euch die Hände schmutzig macht, wenn ihr im Fisch gelandet habt, dann haben wir hier einmal ein Handtuch mit Karabiner von Fischcandy. Diesen würde ich jetzt auch mal abhängen und dann kommt das gleich mit an den neuen Rucksack. Kennt ihr vielleicht auch. Hier haben wir das Logo drauf und immer ganz angenehm, wenn man mal kurz seine Hände säubern kann. Dann haben wir hier noch eine Seitentasche. Und zwar habe ich hier, glaube ich, die kann ich hier drin lassen. Das ist für die Kamera ein zusätzlicher Akku für die Insta360. Dann habe ich hier noch einmal von Daiichi Seiko ein Messer. Habe ich hier mit so einer Vorrichtung zum Ausziehen, damit ich das Messer nicht verliere. Ist ausziehbar und dann kommt das auch gleich mit an einen neuen Rucksack. Und hier habe ich für den Kescher, damit man den Kescher nicht mehr selber tragen muss, nochmal das Gegenstück von dem Magnetteil hier. Und den kann ich auch an den neuen Rucksack dann befestigen. So. Vorne haben wir noch eine Tasche. Also müsste ich gleich noch einiges an Platz haben, wenn ich, also Fischereischein und sowas, Papiere, brauche ich jetzt nicht zeigen. Auch hier Gewässerordnung muss man immer dabei haben. Auch hier ist noch ein kleiner Köder hier, ein Sink Spider mit dem Offset-Haken. Und ja, das war's, glaube ich, hier mit diesem Rucksack. Also optisch macht er jetzt einen etwas kleineren Eindruck. Hier habe ich noch Neckscale oder ein Gator ist das von Fishcandy. Damit ich mir keinen Sonnenbrand hole auf dem Wasser, immer ganz gut dabei zu haben. So, jetzt haben wir diesen Teil abgeschlossen. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem eigentlichen Stück. Ich hatte den auch noch gar nicht so richtig in der Hand. Und also das Molle-System ist ebenfalls vorhanden. Da würde ich sagen, befestigen wir gleich mal hier unsere Zange dran. Und das sollte deutlich einfacher gehen, als ihn zu entfernen. Und ja, wir sehen, wir haben die Zange schon hier montiert. Geht jetzt nicht mehr ab. Und dann braucht ihr nur auf einen Rücken fassen und euch die Zange nehmen hier. Die kann auch nicht rausrutschen, die ist hier befestigt. Und dann habt ihr sie wieder eingehakt, arretiert. So, dann wollen wir das gute Stück mal öffnen. Und mir fällt jetzt schon auf, hier haben wir eine Seite. Dann haben wir hier noch auf der Seite eine Tasche. Ah, die sind miteinander verbunden oder nicht? Ja, die sind miteinander verbunden. Also ist egal, welche Seite wir hier aufmachen. Kann meine Finger jetzt hier berühren und ja, gucken, was ich da rein tue. Dann haben wir hier die Möglichkeit, etwas zu verstauen. Das müsste dann auch wieder hier miteinander verbunden sein. Ja, ist auch wieder egal, welche Seite ich dann aufmache. Und das Hauptfach, das größte, das haben wir dann hier. Auch hier haben wir nochmal so eine kleine Tasche. Die kleine Tasche benutze ich dann für die Köderpacks hier. Und dann, wo sind sie hier? Sowas findet hier ganz gut Platz. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir genau die gleiche Möglichkeit und können hier auch wieder weitere Köderpackungen verstauen. Oder vielleicht, damit die hier nicht rumfliegt, die Scale. Also da ist wirklich viel größer als der andere, habe ich jetzt den Eindruck, weil die Scale verschwindet hier schon komplett. Da hatte ich immer einen Eindruck, das war immer kurz vor knapp. Und ja, der wird übrigens auch noch ein bisschen weiter sich weiten, deshalb müsste ich einfach mal ein bisschen mit der Faust hier reingehen und den erstmal ein bisschen größer machen. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier dort die größten Teile zu verstauen und eigentlich können wir den schon zumachen, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, den Rest können wir draußen aufbewahren. Ja, ich mache mal hier den Schotten dicht
Also wir sehen hier, wir haben noch massiv Platz. Und haben hier halt wirklich viele Möglichkeiten, um hier irgendwelche Tackle noch zu befestigen. Mein Kescher werde ich hier beispielsweise befestigen. Und wir haben hier noch, können hier eine Taschenlampe oder so extra noch oder eine Trinkflasche reintun. Da ist der hier ein bisschen besser aufgestellt bisher. Was ich ganz angenehm finde, ist, da, um den Rücken gleichmäßiger zu entlasten, mal den jetzt als Rucksack zu tragen. Ja, also ich liebe den Messenger-Bag 2.0 auch, aber ich glaube, ich werde mir ja jetzt mal davon einen Eindruck machen und den mal mitnehmen zum Angeln. Und der gefällt mir jetzt schon einen Tick besser. Und wir haben hier so die Möglichkeit, diesen Patch von Dress, wenn ihr keine Werbung laufen wollt, abzumachen. Also könnt ihr woanders drauf backen oder ihr packt ihn wieder drauf. Geht bei dem anderen Rucksack genauso. Ja, wo würden wir den jetzt verstauen? Hier das Messer können wir einfach hier dran machen und ja, tun wir es mal so in das Seitenfach hier. Und wenn wir hier hinten mal schauen, haben wir hier wieder eine Möglichkeit, um Dinge zu verstauen. Und wie bei dem anderen eben, habe ich hier so leichte Materialien oder weiche Materialien verstaut, damit das auch schön weich für den Rücken ist. Und könnte das genauso für dieses Tuch hier auch nochmal tun. Oder guck hier, dass ich diesen Karabiner auch, damit ich es nicht verliere, einmal hier einhänge. Und dann ist das Ganze auch verschwunden. Ja, eine Sache fehlt jetzt noch und das ist die Sonnenbrille. Aber die Sonnenbrille brauche ich jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil jetzt kommt der Winter. Und ansonsten würde ich mir dafür jetzt einfach mal ein Hardcase besorgen. Habe ich auch irgendwo noch zu Hause rumliegen. Und dann kann ich die auch einfach mit ins Hauptfach reintun. Da war genügend Platz. Und ja, mich würde mal interessieren, wie euer Eindruck ist. Ich habe beide Rucksäcke von der Firma Fishcandy, fish-candy.de. Und ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder mich bei Instagram an. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.